funktionieren noch heute. Und sie finden ja auch immer noch Munition, die hat 60 Jahre in der Erde gelegen, aber sie hat ihren Anstrich noch. Da wird sich jeder Gartenbesitzer glücklich für finden, wenn sein Metallgartenzaun noch in so einem Zustand wäre nach 60 Jahren. Also es wurden immer hochwertige Materialien verwandt. Und diese, bei so ein typischer Fall, eine russische Handgranate vom Typ F1, die ist seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die heutigen Tage gebaut worden, hat also eine sehr gute Feder, mit der Schlagbolzen nach vorne schnellen soll. Und als Sicherung haben sie im Prinzip nur einen Sicherungssplint, der aber ungefähr die Qualität hat wie auch ein Splint, den sie heute irgendwo im Kaufhaus kaufen können. Das heißt, sie sind meistens verrostet. Und das ganze System wird nur noch durch den Dreck zusammengehalten bzw. am Detonieren gehindert. Und wenn Sie jetzt so einen Gegenstand finden und ihn nicht erkennen und schmeißen ihn weg, werden Sie ihn in der Explodiert. Regel nicht 20 Meter weit schmeißen, wobei bei diesem Typ Ihnen das auch nicht viel nützen würde, sondern eben auf den Haufen nebenan. Und diese Handgranate detoniert dann, sind Sie auch tot. Insofern sind also diese kleinen Sachen für denjenigen, der auf sowas stößt, viel gefährlicher als die große Bombe. Die erkennt er. Oder da kriegt er von vornherein irgendwelche Bedenken und holt sich Hilfe heran. Und das passiert bei den kleinen Sachen weniger, sodass also die Gefährlichkeit dieser Kleinteile für den Einzelnen eben wesentlich größer ist als von großen Teilen. Also eine Handgranate wird normalerweise so 10 Meter geworfen, oder wie viel kann man die werfen? Das liegt auch Im wieder am Krieg. Typ und an Sieg. Man unterscheidet ja auch da Offensiv- und Defensivhandgranaten. Also sozusagen zur Verteidigung oder zum Angriff. Die reine Druckwelle bei der Menge Sprengstoff, das bewegt sich ja im Grammbereich bei Handgranaten, ist nicht so groß, sodass sie in 5 Meter Entfernung schon auf der sicheren Seite sind. Während sie natürlich, wenn sie eine Splitterhandgranate haben, bei 5 Metern noch in dem letalen Bereich sind, in dem Bereich, wo sie also ums Leben kommen. Und bei 10 Metern in der Regel heutzutage nicht mehr, weil man ja nicht mehr mit Zufallssplittern arbeitet wie früher, sondern einfach einen Kunststoffmantel verwendet, in dem man Kugeln eingießt in entsprechender Größe, 2 bis 4 Millimeter in der Regel. Und das ist ein definierter Gegenstand, der nur eine bestimmte Menge an Energie aufnehmen kann. Und diese kinetische Energie, die er aufnimmt, reicht eben dann nur für einen Flug in einer entsprechenden Geschwindigkeit, der Ihnen auch gefährlich werden kann, bis zu 10 Metern. Oder eben, wenn Sie die Kugeln etwas kleiner machen, bis zu 5 Metern oder 6 Metern. Das kann man exakt abstufen. Man spricht von Handgranate und wir haben da immer noch so in Erinnerung so diesen Stiel, ja, mit dem Topf da drauf, ja. Das ist aber nicht der einzige Typ, ja. Gibt es denn die Eierhandgranate? Ja, wie sieht die aus? Ja, diese Typ-Ei-Handgranate, den verkörpern ja im Prinzip alle modernen Handgranaten im Endergebnis. Es wirkt ja ein bisschen wie ein Ei. Die Formen in etwa haben sie auch schon, damit sie eben handgerecht sind. Man kann gut werfen. Das können sie gut werfen und hat sich eigentlich überall durchgesetzt. Insofern war diese Stielhandgranate der Deutschen ein gewisser Exot. Exot, ja. Ja, Die russische ist das ist auch eine so Art eine Eiform, Eierhandgranate. Und sind die qualitativ auch gut gebaut, die russischen? Ja, sehr. Ja. Ist Die haben gute ein sehr, Materialien gehabt, kein Schrott. nein, kein Nein, Schrott. nein. Einfach Schrott und als simpel. Munition ist ja manchmal noch gefährlicher, ja. Ja, wobei es im Munitionsbereich eigentlich keinen Schrott gibt. Das ist durchweg bei allen Nationen immer hochwertig gewesen. Es gab nur Unterschiede in der Ästhetik, soweit man davon überhaupt reden kann. Ja, die Deutschen haben ihre Bomben nach dem Schweißen, die Schweißnähte noch geglättet und grundiert und lackiert. Und die Russen haben die Schweißnähte so gelassen, wie sie waren und haben sie auch nicht mehr lackiert, sondern haben das gleich so verwandt. Munitionsfertigung ist eine sehr exakte Sache gewesen. Und wenn Sie jetzt irgendwo einen Munitionskörper finden, dann ist der natürlich rostig. Nur das ist ja die Hülle, das ist die Verpackung. Und wenn man berücksichtigt, dass die Verpackung aus 10 mm Stahl besteht,
dann können Sie sich vorstellen, dass da drinnen noch alles recht gut erhalten ist. Zumal das ja auch meistens noch ja, fast wasserdicht ausgeführt ist. Sie haben also innen fast einen neuwertigen Zustand. Da steckt das Gehirnschmalz eines Gegners drin, ganz konkret. Ja? Ja. Und zwar nicht eines, sondern 70, 500, 800 intelligente Leute, die jeweils ein Teilstück, ja, von dieser Bombe hergestellt haben. Das ist eigentlich ein Zweikampf, ja, was Sie da machen. Ja. Ja, mit einem gewissen Zeitverzug. Ja. Mit Zeitverzug, ja. Und ich meine, so eine Bomben sind ja von vielen, vielen Menschen ja, gemacht. Ja, jeder hat ein kleines Stückchen und dann wurde es zusammengefügt. Hier spricht die Polizei. Eine Information für die Anwohner. Die Entschärfung der Bombe ist bisher leider nicht geglückt. Ich wiederhole. Also wir hatten vor, weiß gar nicht mehr, 2 Jahren, 3 Jahren zum Beispiel zur Weihnachtszeit unter den Linden dann so einen Fall, eine 10-Zentner-Bombe direkt neben dem alten Fritz, dem Denkmal des alten Fritz an der Universität. Und die war natürlich auch bewegt worden, sogar insofern für uns sehr unglücklich bewegt worden. Die stand nämlich dann exakt auf dem Heck, also mit dem Kopf nach oben, wie ein Baum dahin gepflanzt, sodass wir erst schon Schwierigkeiten hatten, überhaupt den Zünder zu identifizieren. Da krabbelt man nun mal nicht so einfach drunter. Und das haben die Arbeiter gemacht, die es gefunden hatten. Ja, die hatten das Ding mit dem Bagger hochgehoben und festgestellt, hallo, das ist ja eine Bombe. Und dann hat er die wieder abgesetzt und ist gegangen. Ne? Und nun stand die da. Und als ich dann vor Ort kam, habe ich erstmal gesagt, keine schöne Lage. Und dann kommt ja das Wichtigste, Sie müssen ja natürlich erstmal identifizieren, was für Zündelemente haben Sie vor sich. Das ist das Wichtigste. Und das war natürlich in diesem Fall schwer, wenn auf dem Sandboden eine Bombe steht, können Sie schlecht drunter gucken, ohne dass das verrutscht. Auf der anderen Seite können Sie natürlich die Bombe auch nicht einfach wieder umkippen, weil Sie ja nicht wissen, was für Zündertypen habe ich denn jetzt vor mir, denn sonst ist die Tat des Umkippens die letzte, die Sie im Leben machen. Also habe ich gesehen, dass ich natürlich unten mir ein kleines Loch buddel, wo ich wenigstens fühlen konnte, was habe ich für einen Zünder. Ach, das können Sie mit den Fingerspitzen fühlen, ja? Sie ja, sind, bis hat zum, Erfahrung. Bis naja, zum bis zum gewissen Grad. Sie haben natürlich auch fühlbare Erkennungsmerkmale bei solchen Zündern. Denn das ist ja mal geplant gewesen, dass sowas auch in Dunkelheit bezündert werden muss und so weiter. Also von daher gibt es schon dann geriffelte Oberflächen oder sind zwei Sie also zur Weihnachtszeit jetzt, ja, mitten auf den Linden, Absperrung ringsherum, ja? Und da müssen Sie jetzt da mit einem Kollegen oder wem, ja, nicht ran, ja? Ja, was ja gar nicht gut ist, dass man so in den Nähe des Dings kommt, aber die Zeit verkürzt, wie Sie sagten. Ja. Wir müssen aber ran. Ja? Sicher. Und jetzt gehen Sie von unten mit den Fingern wie ein Arzt. Ja, ah ja, gut. Der macht es auch bei einer Untersuchung. Ja, gut. Und konnte dann also feststellen, Moment, die in diesem Fall bei den amerikanischen Langzeitzündern habe ich nur eine gewisse Längendifferenz, ansonsten nichts Fühlbares. Und weil mir eben die Länge, die zusätzlichen 10 Millimeter, die ich zwar nicht genau fühlen konnte, aber mir wahrscheinlich erschienen, habe ich dann erstmal gesehen, dass ich mir dann sozusagen eine kleine Messvorrichtung mache, um das wirklich zu messen. Und habe dann festgestellt, ja gut, das ist ein Langzeitzünder. Und wusste dann, den können wir nun auf keinen Fall, können wir sie überhaupt aus dieser Lage nochmal bewegen. Das geht nicht. Was natürlich auch wichtig war, dass wir in dem Moment unsere Absperrmaßnahmen erstmal erhöhen. Und dann den Leuten erstmal klarzumachen, wir brauchen jetzt so schnell wie möglich eben auch mehr Sicherheitsraum drumherum. Hat auch zu ein bisschen Gemaule geführt, weil da liefen 2 Weihnachtsmärkte, die dann eben zumachen mussten, was den Leuten auch nicht so gefallen hat. Aber was eben unerlässlich war, weil wie gesagt, ich weiß ja nicht, wann dann was passiert.
Ja, und dann haben wir